Wir feiern unser Christvesper im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr Lieben in der Nähe und in der Ferne, Weihnachten ist in diesem Jahr sehr anders als sonst. Anders als erwartet. Anders als gewohnt. Anders als erhofft. Ich glaube aber, dass in diesem anders als gedacht auch eine Chance liegt. Das erste Weihnachten lief ja auch ganz anders als gedacht und erwartet. Sowohl bei Maria und Josef. Wer sucht sich als Entbindungsort schon einen Stall aus? Als auch bei den Hirten und bei den Weisen, die das, was sie dann erlebt haben, ja auch nicht so erwartet hatten. Ja, selbst der König Herodes hatte sich das mit dem Königskind in seinem Land ganz anders gedacht. Nur für Gott scheint es so anders gerade richtig gewesen zu sein. Warum eigentlich? Vielleicht, weil so am besten deutlich wird, dass Gott gerade in großen Belastungssituationen uns ganz nahe sein möchte und Möglichkeiten findet, in unmögliche Zustände hinein Licht, Leben und Liebe aufleuchten zu lassen. Das macht mir Mut. Ich möchte darum mit Ihnen, mit euch, jetzt in dieser Christvesper ganz neu auf drei Worte aus der Weihnachtsgeschichte hören. Fürchtet euch nicht. Dem wollen wir in der nächsten Stunde nachsinnen. Beginnen wollen wir, indem wir jetzt still werden und den Klängen lauschen. Stille Nacht, heilige Nacht.
Ihr Lieben, heute ist Heiliger Abend. Wir feiern wieder Weihnachten. Wir feiern den Geburtstag von Jesus. Es ist eine ganz besondere Geburtstagsfeier, so wie es in den bisherigen 2020 Jahren noch keine gegeben hat. Es soll, wenn es nach dem Willen unserer Regierung und vieler anderer Regierungen überall in der Welt geht, eine Feier mit Abstand sein. Eine Feier nur in kleiner Runde. Eine Feier mit Masken. Man kann sich dann nicht wirklich begegnen, sich nicht wirklich ins Gesicht schauen. Irgendwie finde ich das komisch. Und es stellt sich mir die Frage, wie wollen wir in diesem Jahr Weihnachten feiern? Was kann uns Weihnachten im Angesicht der Corona-Pandemie denn heute sagen? Welche Bedeutung, welche Relevanz wird Weihnachten für uns haben? Was ist für uns Weihnachten im Jahr 2020? In der Weihnachtsgeschichte steht ein kurzer Satz. Es sind nur drei Worte, aber es sind drei Worte, die ich mir heute merken will. Es sind mehr als menschliche Worte. Worte, die die Boten Gottes, die Engel damals den Menschen zugerufen haben. Worte aber auch für uns heute. Worte wie hineingesprochen, gerade in unsere Situation. Fürchtet euch nicht. Was kann das für uns heute heißen, fürchtet euch nicht? Zunächst, fürchtet euch nicht vor dem Virus. Es darf euch nicht alles rauben. Euer Leben zählt bei Gott. Und Leben, das ist mehr als physisches Leben, mehr als Gesundheit und Wohlergehen, mehr als wirtschaftliche Existenz und Erfolg. Fürchtet euch auch nicht vor dem Verlust von Freiheiten, vor dem Verlust von wertvollen Errungenschaften wie Reisefreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung. Es gibt eine innere Freiheit, die euch niemand mehr nehmen kann. Es gibt Freiheit für eure Gedanken, Freiheit für eure Seele, Freiheit für euer Herz. Und diese Herzensfreiheit, das Herausfinden aus allen inneren Zwängen und Ängsten, das ist das größte Gut überhaupt. Fürchtet euch auch nicht vor neuen, unüberbrückbar scheinenden gesellschaftlichen Spannungen, vor Terror und Gewalt. In der heiligen Nacht haben Gottes Engel euch den Frieden verkündet, der stärker ist als die Gewalt, der alles Denken übersteigt und euch in der Tiefe eures Herzens mit Liebe, mit Frieden, mit Freude erfüllen kann. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute im Corona-Jahr 2020 der Heiland geboren. Der, der alle Krankheit überwindet, der Heil und Heilung bringen kann. Das ist die Hoffnung für die Welt. Hoffnung für mich und Hoffnung auch für dich. Was ist das für ein spannender Satz? Fürchtet euch nicht. Auf Neudeutsch würde man sagen, bleibt cool, keine Panik auf der Titanic. Ich bin ja da, ich bin bei euch. Auch wenn bei euch in der Welt alles drunter und drüber zu gehen scheint, ich bin immer noch da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt Jesus. So kommt er, so kommt Gott, voller Zuspruch und Trost. Und er lässt erst einmal die Freude raus, lässt Freude und Frieden verkündigen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die euch allen gilt. Ich weiß, dass es mir gut gehen wird damit. Ich weiß, dass es bei Gott für mich nichts auf die Mütze geben wird. Bei ihm kriege ich höchstens was für meine Lachmuskeln, denn Gott hat ja Humor. Freude ist angesagt, Hoffnung und Dankbarkeit, Ermutigung, Barmherzigkeit, Motivation zum Leben. Das gilt, nicht down sein und depressive Stimmung. Gott will mir Freude schenken. Mit Jesus als neuem Freund an meiner Seite wird auch die Freude bei mir einziehen. Ich habe mich gefragt, warum erleben
dies in der Weihnachtsgeschichte nur die Hirten? Warum erleben nur sie einen kosmischen Moment in dieser Art mit den Engeln? Warum nicht auch der Priester im Tempel in Jerusalem? Warum nicht der mächtige Kaiser in Rom? Zumindest als Kampfansage. Warum nicht das ganze Land zusammen? Nein, es sind gerade die Hirten. Warum nur sie? Ich vermute, weil das im tiefsten Kern widerspiegelt, für wen dieser Retter in die Welt gekommen ist. Nicht für die Religiösen, nicht für die Mächtigen, nicht für die Guten, sondern für jedermann, für alle. Unabhängig vom eigenen Stand, von der eigenen Leistung, vom eigenen Verhalten. Indem diese Botschaft an die Hirten ging, geht sie heute auch an jeden anderen Menschen auf diesem Globus. Sie grenzt das Befreiungs- und Erlösungswerk Gottes nicht ein. Auf Gutmenschen, Religiöse, Intellektuelle oder sonst irgendwelche besonderen Gruppen von Menschen. Indem diese Botschaft damals an die Hirten ging, an Menschen, die die Nacht draußen auf dem Feld in Dunkelheit und Gefahr zubringen mussten, geht sie auch heute an alle. Wir werden gleich im Krippenspiel sehen, was das für uns heute bedeuten kann. Gott möchte dir begegnen. Wir haben in diesem Jahr eine stille Nacht. Ohne volle Christfestbirnen, ohne große Feiern, ohne Gesang. Darum nimm dir einen Moment Zeit für die Stille. Lass Gott zu dir sprechen. In deine Situation, in deine Einsamkeit, deinen Schmerz, in deine Gedanken hinein. Er möchte mit dir ins Gespräch kommen. Sinne den Liedern nach. Welt ging verloren. Christ war geboren. Freue dich. Ich wünsche Ihnen und euch für dieses Weihnachten, dass es euch so ergeht wie den Hirten, die ungewollt mittendrin waren in dieser Weihnachtsgeschichte. Und so kamen auf einmal Glaube, Friede, Freude und neues Leben in die Welt, in ihre Welt, in ihr Leben hinein. So kann das sein. Die eigene Lebensgeschichte kann so eine Art Weihnachtsgeschichte werden, auch heute. Ich möchte euch heute jetzt zu etwas ganz Ähnlichem einladen. Ich lese uns jetzt Worte Gottes vor aus dem Buch des Propheten Jeremia. Sie stehen dort im Kapitel 29 in den Versen 11 bis 14. Nimm du dir jetzt diese Worte ganz persönlich als Gottes Wort für dich mit nach Hause. Als seinen Weihnachtssegen für dich. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht und nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Und dieses Versprechen, das gebe ich dir jetzt mit als Weihnachtssegen an dich. Ich gebe es dir weiter. Frieden ist möglich, auch in deinem Leben. Darum fürchte dich nicht. Amen. Im Schlaf der Bettler.
Hallo. Ach, es war doch mal wieder wunderbar heute, nicht wahr? Ja, der Gottesdienst war schon schön. Was ist denn mit dir? Du bist so ernst? Hast du was? Nee, mir geht's blendend, aber ich habe halt ein bisschen nachgedacht. Ach, weißt du, ich bin so richtig begeistert. Diese Weihnachtsstimmung, oh, der Duft. Oh, und die Weihnachtslieder, das ist so schön. Ja, das ist schon alles schön, aber... Oh, und der Baum ist hier immer so schön. Die letzten Jahre war der irgendwie größer, oder? Naja, aber mit den Lichtern und oh, die schönen Sterne, das gibt eine ganz besondere Atmosphäre. Naja, weißt du, die Weihnachtsgeschichte, irgendwie hat die mich heute besonders berührt. Stimmt, die gehört auch irgendwie dazu. Oh, und das ist so romantisch. Das Christkind in der Krippe. Oh. Romantisch? Ja. Also, ich glaube, damals war überhaupt nichts romantisch. Ja, wieso denn nicht? Na, überleg mal, der Stall, der Dreck, kein Bett. Wie würde es denn dir gehen, wenn du da dein Kind bekommen würdest? Das war doch eigentlich unzumutbar für die Maria. Aber die Hirten auf dem Feld, oh, unter dem Sternenhimmel und am Lagerfeuer, oh, ein Gefühl von Freiheit. Das hat so was Ursprüngliches, findest du nicht? Ursprünglich, Freiheit. Naja, vielleicht, aber Hirten hatten es damals auch nicht leicht. Und einen schlechten Ruf hatten die außerdem. Ja, stimmt. Das haben wir heute gehört. Und trotzdem, am Ende der Geschichte heißt es, sie sind dann rausgegangen und haben alles weitererzählt. Stell dir mal vor, das muss doch fantastisch gewesen sein. Die Leute müssen in Scharen gekommen sein, um das kleine Jesuskind zu bewundern. Denkst du? Ich weiß nicht. Das überzeugt mich irgendwie nicht. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Bis ich zur Bescherung zu Hause sein muss, habe ich noch ein bisschen Zeit. Was hältst du davon, wenn wir beide ein bisschen fantasieren würden? Die Geschichte haben wir schon so oft gehört, die ist uns so vertraut. Aber wie würde die Geschichte heute aussehen? Naja, ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Vielleicht hast du recht. Komm, wir setzen uns noch mal hier hin. Ja. Josef, ich bin echt super müde. Ist es noch weit? Halt durch, meine Liebe. Du hast es gleich geschafft. Hier wohnt ein alter Freund von mir. Den kenne ich noch aus der Ausbildung. Der ist wirklich super nett. Du wirst ihn mögen. Aber wir sind doch gar nicht bei ihm angemeldet. Was, wenn es denn heute unpassend ist? Ach was. Das ist ein Kumpel. Zu dem können wir trotzdem kommen. Na, wenn du meinst... Hallo? Ach, Josef. Ach, krass. Mensch, bin ich froh, dich zu sehen und dass du zu Hause bist. Wir sind auf der Durchreise. Schön, dich zu sehen. Das ist eine Überraschung. Was machst du denn hier? Wie geht's dir denn? Ja, gut. Danke, das ist wirklich lange her. Das ist Maria, meine Frau. Ah, hallo. Schön, dich zu sehen. Also, weißt du, ehrlich gesagt, Maria ist ganz schön fertig. Du siehst, wir sind ja quasi schon zu dritt. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Und sag mal, könnten wir vielleicht heute bei dir übernachten? Ah, das tut mir jetzt leid. Mein Haus ist ganz voll. Meine ganze Familie ist da. Das ist echt blöd. Aber weißt du was? Ich bringe euch rüber zum Pfarrhaus. Das ist gleich um die Ecke. Leute, fangt schon mal ohne mich an. Ich bin gleich wieder zurück. Die haben dort Gästezimmer. Und der Pfarrer ist sehr nett. Ich bringe euch mal rüber. So, hier ist es schon. Aber ich muss wieder zurück.
Ich wünsche euch alles Gute und bis bald mal wieder. Hab vielen Dank. Mach's gut. Sind Sie angemeldet? Also wir sind eigentlich vollzählig. Nein. Hallo. Wir sind nicht angemeldet. Können wir vielleicht den Pfarrer sprechen? Das ist gerade ganz schlecht. Wissen Sie, das ist hier eine Familienfreizeit. Der Pfarrer hat gerade mit der Bibelarbeit begonnen. Kommen Sie einfach morgen wieder. Hier, ich gebe Ihnen noch diesen Flyer mit. Da steht die Telefonnummer drauf. Rufen Sie einfach vorher an. Okay, dass der Pfarrer nett ist, hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Ach, Maria, dort drüben ist eine Bank. Schau mal, du musst dich jetzt wirklich erst einmal hinsetzen. Mann, Josef, was sollen wir denn jetzt machen? Wo sollen wir denn jetzt hin? Ach, weißt du was? Ich rufe jetzt einfach das nächstbeste Hotel an. Meinst du, das wird doch bestimmt wieder teuer. Die Zugfahrt hat doch schon so viel gekostet. Das ist mir doch jetzt egal. Du brauchst jetzt sofort ein Dach über dem Kopf. Josef, schau mal. Dort steht eine Tür offen. Lass uns doch dort mal nachsehen. Mist! Geht keiner ran. Was? Was hast du gesagt? Wo? Na gut. Hallo? Ist hier jemand? Keiner da. Es ist nur ein alter Stall. Liegt noch ein Haufen Stroh in der Ecke. Lass uns noch etwas anderes suchen. Nein, Josef, ich muss mich jetzt dringend hinlegen. Früher haben die Menschen auch auf Stroh gelegen. Es ist besser als nichts. Na gut. Dieser hässliche, kalte Nieselregen. Hey, Bernd, komm mal ran hier. Bei unserer Brücke ist noch ein bisschen frei. Hey, ihr zwei. Habt ihr schon die neuesten Nachrichten gehört? Was für Nachrichten? Hast du etwa einen Fernseher, einen Sessel bequem gemacht und Nachrichten gehört? Das nicht, aber... schau mal hier. Wow, ist das dein Radio? Ja. Also, nein. Jein. Sagen wir mal, ich habe es mir geliehen. Nicht schlecht, oder? Super. Na, jetzt erzähl doch mal endlich. Was ist denn jetzt mit den Nachrichten? Na, wenn ich es richtig verstanden habe, dann sollen wir uns irgendwo melden. Hä? Wie melden? Ey, was vor? Wer sagt das? Warum? Mann, keine Panik. Es ist nicht so, wie du denkst. Alle Menschen sollen sich melden beim Einwohnermeldeamt. Die müssen dann ein Formular ausfüllen und das wird dann registriert und dann wird es in eine große Datenbank eingetragen und gespeichert. Och, Quatsch, war nicht so rum hier. Wieso müssen wir uns melden? Die wollen alle Einwohner zählen. Und dafür müssen alle sich dort melden. Na, und was geht uns das an? Ja, ich hab gedacht, vielleicht wollen die auch uns mitzählen. Einwohnerzahl hast du gesagt? Wohnst du irgendwo? Hast du eine Adresse, die du dort gerne angeben möchtest? Nee, mein Freund, ich habe jedenfalls damit nichts zu tun. Also ich werde mich auf jeden Fall nirgendwo melden. Glaubst du etwa,
Die Damen und Herren vom Einwohnermeldeamt kommen extra zu uns an die Brücke, um uns die Formulare zum Ausfüllen zu reichen. Nee, mein Freund, wir haben damit nichts zu tun. Ja. Horcht mal. Hört ihr das auch? Ja. Hier. Ja, seid mal still. Ich höre das, ich höre auch was. So, wir haben das Radio. Mach mal aus. Nein, mein Radio ist aus. Hä, was ist das? Woher kommt das? Guck mal. Guck mal. Die dort. Die machen die Musik. Ich habe euch eine gute Nachricht zu sagen. Der Retter der Welt ist heute geboren. Er bringt den Menschen Frieden. Frieden? Ja, er bringt uns allen den ersehnten Frieden. Wenn ihr das Kind finden wollt, es liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkiste. Was war eben los? Habe ich geträumt? Nein, ich glaube nicht, dass du geträumt hast. Sonst hätten wir ja beide den gleichen Traum gehabt. Habt ihr das auch gehört? Ja, Frieden. Ja, aber was soll denn das bedeuten? Mensch, das waren Engel. Und wir werden es nicht herausfinden, wenn wir unter dieser Brücke hocken bleiben. Ja, na dann. Ja, lass uns losgehen. Die Engel haben uns gesagt, wir können das Kind finden. Komm, lass das Zeug hier. Wir müssen los. Komm, wir gehen auch mal gucken. Hier riecht's aber nicht gut. Schau mal, da liegt er. Ja. Oh, wie süß. Das Christkind. Vom Himmel her. Jesus, das war aber ein schlechter Tausch. Den Himmel gegen das hier. Ja, und das ist erst der Anfang. Das habe ich nicht gewusst. Also ich meine, gewusst habe ich das schon, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht. Na, ich auch nicht. Ging mir genauso bis heute. Und dann hat er das zuerst den Außenseitern mitgeteilt. Ja, das wird mir jetzt auch gerade klar. Gott hat seine Engel nicht zu den Schriftgelehrten und zu den Führenden des Volkes damals geschickt, sondern zu den Außenseitern, zu den am wenigsten Geachteten, zu den Menschen am Rande der Gesellschaft. Und Gott ist es egal, welchen Status wir haben oder was wir verdienen oder welche Noten wir in der Schule schreiben oder welchen IQ wir haben. Ja, genau. Weißt du, ich glaube, dass für Gott nur das Innere zählt, das Herz. Im Grunde können wir ihm nichts vormachen. Das finde ich ziemlich tröstlich. Ja, tröstlich? Warum? Naja, du hast doch gesagt, wir müssen ihm nichts vormachen, weil er unser Innerstes sowieso schon kennt. Ich würde es, glaube ich, eher so formulieren. Es ist gar nicht notwendig, dass wir ihm etwas vormachen. Wir gefallen ihm schon so wie wir sind.
Das heißt, ich kann alle Masken fallen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also ich meine, vor mir selbst. Das könnte schmerzhaft sein, sich selbst nichts mehr vorzumachen. Ja, ich glaube, das ist eine ziemliche Herausforderung. Aber vielleicht auch eine Erleichterung. Sollten wir mal probieren. Das machen wir. Ach du Schreck, ist ja schon spät. Wir müssen nach Hause. Sonst ist das Christkind schon vor uns da. Das ist es schon. Ja, du hast recht. Gott sei Dank. Ich möchte jetzt für Sie beten. Gott, du bist schon vor uns da und du bist für uns da. Du kommst in unsere Welt, du machst dich auf und erbarmst dich über uns Menschen. Du machst uns wieder fröhlich und hoffnungsvoll. Du kommst, Gott, und du berührst uns mit deinem Geist. Du kommst zu jedem, der das wünscht. Du kommst heute auch zu mir, kommst hinein in meine Welt, in meine Erwartungen und Sehnsüchte. Du kommst und sprichst mir deine Verheißung zu. Danke, dass du zu mir kommst, jetzt, heute, hier. Komm und zeige mir deinen Weg. Mach ihn für mich so attraktiv, dass ich Ja dazu sage. Stärke und ermutige mich, dass ich deinen Weg beschreite. Das bitte ich dich, ewiger Gott, wecke die Freude in mir,
Lass es in mir zu einer Berührung kommen mit dir. Und gib mir deinen Frieden. Amen. Zu dir, Gott, beten wir jetzt gemeinsam, so wie Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Fürchtet euch nicht, so gehe jetzt die Weihnachtsfreude und der Friede und der Weihnachtssegen mit euch nach Hause, in all diese Tage, an aller Orte, wo immer ihr seid. Gott, der Herr, sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen, und er sei hinter dir, um dich zu beschützen vor all deinen Feinden. Gott, der Herr, er sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Und er sei um dich herum, um dich in seiner Liebe zu bergen. Gott, der Herr, er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Und er sei über dir, um dich zu segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Fröhliche Weihnachten.